Yo, was geht ab? Wir sind wieder da, neues Gameplay. Ja. Unentschieden, Sieg, unentschieden, unentschieden. Ja. Ich werde mit Juventus zocken gegen neue Teams, zwei total neue gegen Milan. Und das ist jetzt der neue, nach diesem Update, der neue no, Update, der neue Matchday. Und ja, sieht alles relativ hübsch aus. Werde jetzt hier nochmal ein paar Änderungen machen. Die Aufstellung werde ich mal lassen. Ich will das mal probieren. Mit dem, mit dem drei hinten, wer weiß, vielleicht wird das gut. Ja, und ihr müsst euch, jetzt erinnere ich mich dran, das Spiel ist eigentlich ganz schön fun, weil ich bin ja drin relativ gut. Es ist nicht sehr schwer. Ihr müsst euch den Ex, okay, apropos nicht so schwer. Ihr müsst euch den Demo, FIFA 13 Demo Expander holen, auf jeden Fall, das ist ein Must-Have. Ja, damit könnt ihr diesen ganzen langweiligen Vorspann rauspacken, wo ihr diese ganze Scheiße machen müsst mit Sprache, Stärke und Co. einstellen. Das will niemand machen, dazu hat niemand Zeit. Man will einfach die Demo zocken. Mit dem Expander könnt ihr das deaktivieren. Ihr könnt auch die Zeit hochstellen. Das hört sich jetzt voll wie ein Werbespot an. Ja, geht zum Modern Consumer, um dass ihr euch das die Demo reinzuziehen. Ja, dann komme ich zum nächsten Thema. Ich habe in meinem letzten Video FIFA 12, FIFA 13 Vergleich von Borussia Dortmund einen großen Fehler gemacht. Ich habe die Matchday-Punkte nicht abgezogen. Riesenfehler, schlecht informiert, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Und ich werde das nicht abstreiten. Ich war extrem schlecht informiert. Wird nicht wieder vorkommen. Im nächsten, was wahrscheinlich auch von Juventus, also dann von Juventus sein, weil ich Juventus sehr mag. In diesem Spiel auf jeden Fall. Habe auch sonst, also bis jetzt, sehr Juventus gemocht. Arsenal vielleicht auch, weil die einer der bekannteren Teams sind. Und ja, das sind erstmal die ersten Sachen, die ich abklappern wollte. Dann komm ich zum nächsten. Ja, alles ist da, für meine Xbox ist nicht da. Mein H, wie heißt das jetzt? HDPVR, genau, ist da. Aber meine Xbox nicht. Die wurde zu, die hat, ich habe die auf eBay bestellt, wie gesagt. Und die wurde zu dem Verkäufer zurückgeschickt, weil anscheinend die Adresse nicht existiert. Dann habe ich ihm die neue Adresse gegeben. Also ist zwar eigentlich die korrekte, aber ich habe ihn nochmal gegeben. Jetzt verschickt das nochmal. Hoffentlich kommt es dann an. Den hat HDPVR, neuen Bildschirm habe ich schon alles. Ja, das Problem ist nur, ich habe einen Monitor. Das ist kein Fernseher. Das ist halt nur ein neuer Bildschirm. Und die haben halt keine Anschlüsse für die HDPVR, jetzt muss ich mir noch einen Converter für 30 € holen. Also, die Kosten sammeln sich, aber am Ende wird es bestimmt wert sein. Jetzt kommt mal Giovinco. Schade. Schade. Ja. Und dann geht es auch mit der Xbox-Demo weiter. Das ist ja jetzt das Updated FIFA 13 Demo, also mit neuem Matchday und Co. Ja. Das war erstmal, was ich dazu sagen wollte. Das Spiel hat jetzt irgendwie keinen Grund, über was ich reden will. Es hat jetzt einfach den Sinn, noch mal ein bisschen Gameplay rauszuhauen. Ich hatte bis jetzt noch gar keinen Freistoß, also konnte ich nicht diese neuen Varianten testen, was mich ein bisschen ärgert. Ja, die Jurys habe ich jetzt auch nach diesen längerem Zocken jetzt gemerkt, sind viel besser geworden. Pfeifen, ja, okay, es kommt wirklich drauf an. Manche pfeifen weniger als andere. Manche zücken auch sofort die gelbe. Der hier scheint ein bisschen lockerer zu sein, das V vorhin. War auf jeden Fall eine gelbe für mich. Ja. Und der hat nur weiterspielen lassen. Das ist schönes Spiel. Das ist schönes Play. Oh, fuck. Ja. Und jetzt stark von Giovinco. Ich weiß nicht, ob das First Touch Control war, aber der hat sich sehr schön vorgelegt. Er hat damit einen falschen Fuß abgeschlossen. Schade eigentlich. Erste wirkliche Chance. Ja, die Web-App kommt ja am 18.09. raus. Das heißt, glaube ich, in 4 Tagen. Heute ist doch der 14. Ja, und dann wird es auch losgehen. Ich werde jetzt aber noch mal in der nahen Futur ein Gameplay geben, weil ich habe ja dieses Gewinnspiel bei Ultimate Zockers gewonnen. Und die haben mir ein Team gegeben, also geben mir jetzt. Und pfeift er das? Ne, in FIFA 12 hätte der es gepfiffen. Und was ist das denn für ein Abschluss von Lichtensteiner? Ja, ist übrigens auch Legende. Ja, und dann kommen wir wieder, ich sage die ganze Zeit ja. Ist wieder zurück zum anderen Thema. FIFA Ultimate Soccer haben wir ja ungefähr 500.000, oh Gott, 500.000 glaube ich, gegeben. Also werden die mir geben. Und dann kommt auch, werde ich mir damit ein Team bauen. Das wird dann so mit dem Team mein Abschluss sein. Oder ich werde einfach ein riesen Pack-Opening machen. Die Coins werden ja, glaube ich, nicht übertragen. Ich glaube es nicht. Ja.
Ich bin im Moment sehr schlecht informiert, merke ich gerade. Normalerweise bin ich immer sehr gut informiert, aber dieses Mal nicht so. Entschuldigung, dass es gerade so geleckt hat. Es war nur, weil ich da gerade irgendwas mit Skype gekommen ist. Und dann hängt das ein bisschen. Ich freue mich schon auf die Xbox, wo sowas dann nicht sein wird. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Proto landen. Schön, jetzt komm, Lichtensteiner, du hast Platz. Schwach. Schwach, schwach, schwach. Ich habe morgen auch um 8 Uhr ein Spiel. Muss ich sehr früh aufstehen. Ich stress so doll. Die Spiele machen zwar Spaß, aber wir sind jetzt noch am Anfang der Saison bei uns. Das heißt, wir hatten am Anfang fast nie genug Spieler, haben dann natürlich immer Klatschen bekommen. Kommen jetzt langsam wieder diese Spieler rein, die davor gefehlt haben. Anfang der Schule fehlen oft Spieler. Und dann sollte es jetzt wieder klappen bei uns. Ich werde euch dann sagen, wie wir gespielt haben, wenn ich mich dran erinnere. Was unwahrscheinlich ist. Ah, schade. Schade. Giovinco hat, glaube ich, 5 Sterne Skills. Wenn ich mich recht erinnere. Mir gefällt Arsenal aber auch sehr gut, muss ich sagen. Podolski ist richtig geil. Muss ich mir auf Ultimate Team auf jeden Fall anschaffen. Ich habe mich entschieden, bei FIFA 13 Ultimate Team habe ich auch schon gesagt, nicht so viel Gold Teams machen. Ich werde eine Road to Glory machen und da werden wir einfach von Bronze zu einem richtig guten silbernen Team machen. Ich mag Silber Teams am meisten, weil die einfach. Bronze ist dann doch ein bisschen zu schwach, die haben immer nur eine Statistik, das heißt Schuss, Pace, was auch immer, 90 und dann der Rest ist scheiße, deswegen mag ich die nicht so und deswegen werde ich dann von Bronze auf Silber hoch und ja, ich freue mich so doll, ich weiß nicht, manche Leute können es ja 3 Tage früher kriegen, ich glaube, das ist bei so irgendwie, wenn man das schon davor hat, ich bin mir nicht sicher, aber das werde ich nicht haben, leider, ich werde es dann genau haben, an dem Tag, wo es rauskommt, was der 28. ist, und dann euch auch einfach direkt ein Video hochladen, in dem ich sage, oh, wieso spielst du mich ab? Stark, das muss er pfeifen, und jetzt kann ich den Freischuss mal ausprobieren, schön gelöst von Giovinco, Acerbi kriegt die gelbe, schön hier nochmal gelöst, der Job und dann schön gemacht. So, jetzt drücke RB. Right back ist rechts oben, genau. Dann halte B. Schütze rufen, dann B, gezirkelter Schuss. B, dann A. Okay. Hä? Wieso passt der nicht? Das check ich nicht, das klappt bei mir nicht. Ich habe B, right back gedrückt, dann Schuss und Pass. Ach so, gleichzeitig wahrscheinlich. Scheiße, bin ich dumm, das stand da ja sogar. Ach, so bin ich halt. Sehr vergesslich. Oh, ich benutze diesen Job viel zu viel, ey. Manager-Modus werden wir in der Empower 2 League anfangen, habe ich mich jetzt drauf festgelegt. Wahrscheinlich mit dem schwächsten Team und uns dann in die Champions League. Und das Ziel wird dann sein, die Barclays Premier League zu gewinnen. Das heißt, von ganz unten nach ganz oben. From the bottom to the top. Und das wird natürlich ein richtig harter Challenge werden. Ist jetzt auf Legende übrigens, falls ihr euch wundert, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich freue mich. Vor allem auf meine Xbox. Ich sag's jetzt so oft, aber es ist einfach so, dieser PC hat jetzt schon 3-mal wollte ich dieses Video aufnehmen und es hängt immer irgendwas in der Mitte und das regt mich einfach dermaßen auf und mit der Xbox ist das dann weg. Ich hoffe nur, dass ich das mit der HDPVR hinkriege, dass die Anschlüsse alle passen, wenn ich mir dann den Converter geholt habe. Converter. Werde ich auch ein Tutorial machen, wie ihr das machen könnt, weil ich habe schon viele Leute gesehen, auf anderen Seiten, die gefragt haben, ja, wie geht das und was muss man sich da holen. Und dann Tutorial wäre da, glaube ich, ganz schön hilfreich. Ich werde auch bei 50 Abonnenten ein Gaming-Setup machen. Schau an. Mann, ich kann keine gezielten Skills. Ey, faul, Jury, komm, Jury. In FIFA 12 wieder wird es gepfiffen, das ist eigentlich, ist aber ein normaler Körpereinsatz, ist korrekt. Lässt da weiterlaufen, sehr schön. Super gelöst. Also, Moor.
Nice. Ich muss mich mal informieren, wer das schwächste Team sein wird in der Empower League 2. Wird ja sehr interessant. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch in den Kommentaren lassen, was für ein Team soll ich mit so geschätzten... Oh, das ist schön rausgespielt. Mit geschätzten, ich glaube, ich kriege 200.000 oder so. Irgend sowas. Sagen wir mal 200.000, wahrscheinlich ein bisschen mehr. 300.000, 250.000, sowas in der Art. Welches Team, was für ein Team soll ich damit bauen? Wenn ihr auch Foothead habt, Foothead, dann könnt ihr es mir ja darauf zeigen. Ja, wäre geil. Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir einen Link. Vielen Dank. Dann kommen wir auch mal wieder zu was Aktuellem. Hertha BSC ist ja mein Verein, da ich jetzt auch mal ein bisschen drüber labern. Oh, jetzt wird es aber gefährlich da hinten und der muss rein. Uiuiui, Pato. Dicker Schnitzer. Ja. Ich wollte jetzt über Hertha reden. Das werde ich auch. Wir spielen jetzt am Wochenende gegen Aufsteiger Aalen. Führt ein ganz interessantes Spiel, vor allem jetzt nach dem Union-Sieg erwarte ich ein bisschen, dass die sich hier ein bisschen aufpeppen. Ich bin bis jetzt hundertprozentig enttäuscht von der Saison von Hertha. Also das ist gar nicht schade, das wäre geil gewesen. Was ich erwarte von denen, das ist scheiß Fußball. Luukay wollte dynamisches Spiel einbauen, offensives Pressing. Halt so eine Art wie Dortmund. Na klar, der hat da keine Dortmund-Qualität, aber halt sowas in der Art. Und das ist bis jetzt noch gar nicht rübergekommen. Man hat bis jetzt noch gar nicht die Handschrift von Luukay gesehen. Das enttäuscht mich sehr, weil er ein super Coach ist. Und er es nicht verdient hat, dass sein Team so scheiße spielt. Teilweise, okay, ja, da muss ich jetzt in eine neue Situation einfinden. Die sind jetzt die, die das Spiel machen müssen, weil jeder sich über 90 Minuten hinten reinstellt und dann Konter fährt. Das war ja das Strategie in der Bundesliga. Und jetzt plötzlich das total umzustellen, ist schwer, ist verständlich. Aber trotzdem erwartet man irgendwie mehr. Spielerisch der Einzige, der mich überzeugt, ist Benatira. Der ist halt der Einzige, der wirklich zeigt, ey, ich habe Technik, ja. Super spielen, ist der Einzige mit Alagui, der auch sein Torriecher immer wieder zeigt. Sind die Einzigen, die wirklich, wo man denkt, ja, die sind gut, die können das richten. Und ja, jetzt mit Pekarik in der Innenverteidigung sollte da noch mal ein bisschen Sicherheit reinkommen, hat ja scheiß viel Erfahrung. Und dann hoffe ich sehr auf einen Sieg gegen Aalen. Das wäre natürlich auch super. Ich erwarte es nicht mal mehr einen Sieg, weil wirklich man sieht, wie das Team, die Teams vor allem so gegen so ein FSV Frankfurt sich hinten reinstellen. Und deswegen erwarte ich wirklich nicht viel. Ja. Wird aber auf jeden Fall interessant. Zur Bundesliga bin ich jetzt gar nicht informiert. Wegen dieser Länderspielpause habe ich ein bisschen vergessen, so on topic zu bleiben. Das Lustige ist, Chelsea ist ja nicht Chelsea, was laber ich. Hier. Arsenal ist ja anscheinend nach Robin van Persies Abgang interessiert in einem Kauf von Didier Drogba, dem Ex-Chelsea-Stürmer. Es wäre natürlich der Hammer, wenn die den nochmal zurück in die Barclays holen würden. Ist ja gerade erst weggewechselt nach Japan, glaube ich, ist es. Bin mir nicht ganz sicher, für eine hohe Summe. Und es wäre jetzt schon geil, wenn er eine Rückkehr machen würde, vor allem zu Chelsea, Arsenal. Das wäre natürlich so direkt der Spieler, den sie brauchen, aber ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen, vor allem, weil er so eine Legende bei Chelsea ist. Es ist wirklich, als ob, es ist einfach unvorstellbar, es ist, als ob Messi wechseln würde. Das ist jetzt nicht der perfekte Vergleich, aber sowas in der Art. Er ist jetzt weggegangen, jeder geht dann irgendwie ins Ausland, um nochmal hier seine Karriere abzuschließen. Und dass man dann aber wieder in die Barclays zurückkommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaub's nicht. Man sollte sich da nicht zu viel Hoffnung machen. Super Cross. Schade. Scheiße. 12 Minuten. Ich muss jetzt mal ein Tor machen. Marquisio rüber auf Asamoah, schlechte Annahme, das stresst diese Annahme. Diese First Touch Control ist mittlerweile wirklich echt, was das stresst, da muss man sehr viel üben, um da reinzukommen. Oh mein Gott, Jungs, konzentriert euch mal. So, unser, was? Free Kick? Was labern die? Ha, FIFA 13, FIFA ist halt FIFA, es hat sich wirklich zwar groß verändert, aber... Diese Kleinigkeiten, solche Sachen, wo niemand weiß, was passiert, sind geblieben. Und jetzt kann Vucinic doch mal seinen Antritt machen. Wieso hilft ihm denn da niemand? Was ist denn das? Nein, Scheiße.
Wo soll er denn dann hinspielen, bitte? Sagt mir das mal jemand, das ist ein super Anspiel. Oh mein Gott, Jungs, das gibt's doch nicht. Haut das Teil einfach rein, ne? Renne. Oh, das ist doch ein ganz so sauberes Tackling. Dafür würde ich jetzt echt nicht gelb geben. Komm, Burschen. Hier passt zu dem. Milan hat aber eine geile Innenverteidigung. Habe ich wirklich gemerkt. Die haben mit Maxes einen Superman da hinten. Und gefallen mir wirklich sehr gut. Wahrscheinlich die beste Innenverteidigung auf FIFA 13 bis jetzt. Also mit der ich bis jetzt gespielt habe. Giovinco. Oh. Das wär's gewesen. Das wär's wirklich gewesen. 2 Minuten. Edit Time. Und jetzt ist Robinho weg. Der, glaube ich, ich weiß nicht, ob er wieder überpowered ist. Buffon mäht um. Aber der geht rein. Damit gewinnen sie. Ja. Was kann man da sagen? Milan ist, glaube ich, einer der schwächeren Teams sogar. Ja, das war's auch. Nochmal ein Gameplay rausgehauen. FIFA 12 wird jetzt, glaube ich, noch eine Manager-Modus-Serie kommen, wenn ich Bock habe. Ultimate Team, wie gesagt, da wird nochmal dieses eine Video kommen, abseits. Und ja, dann ist das auch vorbei, abgehakt, FIFA 12. Wir sehen uns in der Future. Tschö.